Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Bitte warten, bis das Problem behoben wurde. Oh, hi, hi. Sam Bridges, nehme ich an. Tut mir leid, das System scheint irgendwie zu spinnen. Eins der Pakete wurde nicht korrekt abgewickelt und fehlt in dem Auftrag. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Irgendjemand hat es doppelt etikettiert und es war nicht klar, ob es für Fragile Express oder Bridges war. Naja, sorry wegen der Störung und Vorsicht. Fragile heißt ja zerbrechlich. Okay. Sam Bridges, nehme ich an. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Vorsicht, Fragile heißt ja zerbrechlich. Das ich für dich geholt habe aus Lake Nod. Moment, ich habe kein Paket erwartet. Er sagte, der Kunde sei Fragile selbst. Das System laufe nicht und ein Bote von Bridges müsse es persönlich überbringen. Wer? Hey, ich sag doch, es war Hicks. Komm, das muss ich mir ansehen.
eine Atombombe. Nicht schon wieder. Das kann der Mistkerl mir nicht nochmal antun. Der Timer läuft bereits. Ich kann ihn nicht stoppen. Uns bleibt nur eine Option. Sam, wir müssen sie loswerden. Bring sie zum Krater bei South Knot. Das ist eine Teergrube, abgrundtief. Wenn wir sie reinwerfen, haben wir vielleicht eine Chance. Okay, Sam. Ich hab die Position des... Sam, du bist am See, oder? Werde diese Atombombe schnell los. Thank you.
Mann, das war echt knapp. Du hast die Stadt und alle darin gerettet. Weit mehr, als ich es je getan habe. Vielleicht war Middle-North einfach nicht zu retten. Aber South-North ist noch hier. Dank mir und dir. Was ist mit dir passiert? Die Atombombe war bereits vor den Toren der Stadt, als ich Hicks Plan durchschaut hatte. Ich folgte dem Liefertruck und schaffte es irgendwie, die Bombe in Sicherheit zu bringen. Aber Hicks war mir von Anfang an gefolgt. Er erwischte mich vor den Toren auf frischer Tat. Die Bombe hielt ich noch wie ein Kind im Arm. Und als Strafe zwang er mich, mich auszuziehen. Und dann ließ er es regnen. Hör zu, Fragile. Ich mach dir ein Angebot. Willst du den Rest deiner Tage als beschädigte Ware fristen? Oder würdest du lieber für die Ware Schaden nehmen? Komm zum Punkt. Okay. Wenn du nur dich selbst retten willst, musst du bloß springen. Aber wenn du weiter auf der selbstlosen Schiene fahren willst, musst du meine Bombe zur bodenlosen Grube bringen und hineinwerfen. Na klar, dadurch wirst du zur Retterin der Stadt. Aber dafür musst du nackt durch den Zeitregen laufen. Viel von deiner Zeit gegen ein bisschen Zeit für die Stadt. Für mich klingt das nach einem fairen Tausch. Ehrlich gesagt, mag ich mein Gesicht nicht besonders. Deshalb verstecke ich es. Aber du... du liebst deins, stimmt's? Oh, Papi war bestimmt richtig stolz. Oh, nein. Keine Angst, ich tu dir nichts. Ich will nämlich, dass dein Gesicht Zeugnis ablegt. Warum hast du es getan? Warum hast du mich verraten? Weil ich jemanden gefunden habe, der zu mir passt. Jemanden, für den ich keine Maske tragen muss. Oh. Ein guter Rat. Selbst wenn du South-North rettest, wirst du immer die verrückte Middle-North-Attentäterin sein. Oh, dein hübsches Gesicht wird immer als das Gesicht einer Terroristin gelten. Sie werden dich ewig jagen. Glaub mir, ich weiß das. Und auf dem Weg gehst du dann trotz zerbrechlich Aufkleber kaputt. Oh. Also. Was darf es sein? Ich nehme den Schaden und die Ware.
bin hart im Nehmen. Na dann, viel Glück dabei. Ich bin hart im Nehmen. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Fragile. Aber ich bin nicht so fragil. Ich bin keine Heldin, Sam. Meine Entscheidung. Ich bereue sie jeden Tag. Ich hätte mich retten können, wäre ich einfach nur gesprungen. Aber stattdessen hast du eine Stadt gerettet. Mehr noch, du hast den Menschen Hoffnung gegeben. Tja, jetzt muss ich nur noch eine Person retten. Hicks wird dafür büßen, dass er mich hintergangen hat. Indem du ihn tötest? Unmöglich. Er ist heute viel mächtiger, als er es je zuvor war. Doch du könntest gegen ihn ankommen. Du könntest es. Aber versprich mir. Versprich mir, dass du ihn am Leben lässt. Ich möchte ihn etwas fragen, von Angesicht zu Angesicht. Ich hätte nicht gedacht, dass du jemanden foltern kannst. Jetzt schon. Und ich will wissen, warum er mich verraten hat. Willst du ihn? An die Versorgungslieferung für South North City. Hervorragend, Sam. Bringen wir jetzt deine Fracht nach South North City und diese Leute ins Netzwerk.
Willkommen, Sam Porter Bridges. Schön, dich zu sehen, Mann. Du weißt nicht, wie sehr wir uns darauf gefreut haben. Hier geht's vielen Leuten schlecht. Die Bedürftigsten bekommen zuerst etwas. Aber bei dieser Menge sollte jeder etwas abbekommen. Wir sind dir sehr dankbar. Also stimmt es, dass das chirale Netzwerk endlich Realität wird? Ich kann's kaum glauben. Echt nicht. Das ist fast wie ein Traum. Ja, wenn es kein Traum ist, will ich ein Teil davon sein. Ohne Hilfe von außen hätten wir wohl nicht überlebt. Das chirale Netzwerk könnte viel verändern, Reparaturen vereinfachen. Mit ihm kommen wir vielleicht wieder auf die Beine. Du hast uns ein unfassbar wertvolles Geschenk gemacht. Als Middle North City verloren war, dachten wir, die Gewalt würde nie enden. Jeden Tag dachte ich, es könnte unser letzter sein. Aber wir sind noch am Leben. Durch die Gnade... Naja... Sagen wir einfach, ich glaube nicht an Wunder oder Glück. Oh nein. Ich glaube an Menschen. Und Menschen haben uns gerettet. So wie du, heute. Jetzt sind wir an der Reihe, anderen Leuten zu helfen. Es tut mir leid. Ich muss das hier verteilen. Wir sind dir sehr dankbar. Gute Arbeit, Sam. Ich sorge dafür, dass deine Ausrüstung bereit sein wird. Ich muss dir ja nicht sagen, dass du vorsichtig sein musst, wenn du sie abholst. Danke, Sam. Du hast South North City gerettet und unsere Leute einander näher gebracht. Die halbe Strecke, auch zu unserer Wiedervereinigung, hast du geschafft. Hör zu, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Sam, die Verbindung zu Amelie ist weg. Wir haben ihre Anrufe durchs alte System geleitet. Es muss ein Problem mit der Leitung sein. Ich kümmere mich drum. Hoffen wir, dass es nichts Größeres ist. Sam, ich registriere eine chirale Spitze. Ganz in deiner Nähe. Werte jenseits von Gut und Böse. Das könnte den plötzlichen Verbindungsabbruch erklären. Egal welche Ursache, es kann eine Bedrohung für die Knotenstädte sein. Geh los und untersuche die Sache.